So, hallo und herzlich willkommen zurück bei On the Road. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mal für die Mitarbeiterin, die Janine, einmal eine Tourenplanung machen. Die steht nämlich hier in München. Und hier sehe ich ganz viele Ladestellen. Und ich gucke mal schnell, was die für ein Fahrzeug hat. Genau, sie hat den alten Scania. Und müsste dazu eigentlich den Anhänger haben. Steht hier. Wunderbar. Also hat sie halt dann nochmal auf den klicken. So, nicht Motorwagen. Genau. Also einmal 8,7 und 12. Ja, den werden wir jetzt vollpacken lassen. Überlegt, wo fangen wir denn an? Wo muss er denn nachher raus auf die A9 nach Norden? Wir werden sie auf jeden Fall Richtung Norden schicken. Dann machen wir ganz einfach. Lassen wir sie hier anfangen. Und ich würde sagen, wir schicken sie nach Rostock. So, knallen wir jetzt den LKW voll nach Rostock. So, mal gucken. Jetzt ist 11%, seht ihr hier. Ist jetzt LKW beladen. Gucken wir, ob sie noch was haben nach Rostock. Oder vielleicht Magdeburg können wir ja auch noch mitgeben. Jetzt nicht ganz so kompliziert machen. Da ist nochmal Rostock. 600 Kilo. Ich muss mal nachher nochmal gucken. Hier sind nochmal 1600 Kilo. Dann nehmen wir doch lieber das mit. Und jetzt müssen wir das hier verschieben. Schon wieder eine E-Mail gekriegt. Wie war das denn? Ach, die Schweine sind angekommen. Super. So. Dann würde ich sagen, dann schicken wir sie. Rostock. So, dann habe ich auch noch ein paar Infos für euch. Also, Aerosoft ist natürlich voll am Arbeiten. Ja, habt ihr den Livestream gesehen von mir? Oder auch nicht? Jedenfalls hatte ich auch Abstürze. Die sind wirklich dran, die Probleme zu beheben. Die hatten die Probleme vorher nicht. Und daher, ja. Ist das, naja. Gut, ich sag mal, steckt in den Kinderschuhen das Spiel. Also, ne? Am 22. ist es rausgekommen.
Der Typ auch, hat ja auch den Bug, bin mit dem Anhänger gefahren, bin gegen eine Wand gefahren, musste den Anhänger lösen. Und ja, also der Retarder, da sind sie dran, dass der Retarder funktioniert. Und die sind voll am Arbeiten. Ich denke mal, die werden auch so schnell wie möglich das machen. Weil, ich sag mal, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh, ja, jetzt haben wir hier ein Spiel rausgebracht, jetzt lebt mit den Fehlern. Nee, wollen wir ja nicht. Und wie gesagt, ich habe viel Spaß an dem Spiel. Und macht doch mega Laune. Oh, hier sind nochmal schöne 3,2 Tonnen. So, und wie gesagt, ihr müsst immer erstmal die Beladereihenfolge festlegen. Na, seht ihr jetzt, hier ist ja Pet Shop Company und dann entladen. Das machen wir dann nachher zum Schluss. Ja, ich will jetzt erstmal. So, und dann wollte ich noch, gucken wir mal hier. Ob hier auch noch was Schönes bei ist. Für Rostock. Ist auch Magdeburg 3,2 Tonnen. Gucken wir erstmal durch, ob was für Rostock ist. Wenn nicht, packen wir nochmal Magdeburg mit drauf. Und dann können wir von Magdeburg nach Rostock von da auch noch was machen. Ja, also Rostock ist ja hier nicht dolle. 1,8 nochmal für 15.000. Ach, ich sag, wir nehmen das mal, das andere da. So, und jetzt muss ich erstmal gleich mal gucken. Brutto-Discount. Jetzt haben wir 48% Auslastung. So, dann würde ich jetzt vom Brutto, dann gucken wir mal hier. Überlegen die nächste Folge. Also ich werde das alles vorbereiten. Mir den Gigaliner mal zu holen. So, die scheinen hier gar nicht nach Rostock zu fahren. Berlin, Berlin, Berlin. Schicken wir sie doch über Berlin. Oder machen Berlin zum Schluss, dann fährt es halt von Rostock nochmal. Guck grad. Berlin 14.800, 2,1 Tonnen. Machen wir das mal. Nehmen wir auch mit. So, und dann beladen hier. Das ist natürlich mal ein bisschen zeitaufwendig hier mit dem Tourenplan, aber wenn es dann, wenn der LKW voll ist, dann macht es natürlich auch richtig Laune, ne? So, jetzt haben wir 58.
11%. So, dann machen wir hier noch rüber. Rostock 2,8 Tonnen mit dem auch mit. Ja, genau, dann will ich mir den Gigaliner voll machen. Hab ja jetzt den 3-Achser MAN. Und ich muss dann halt mal bloß gucken, wo ich da halt ranfahre. Wie das alles so funktioniert mit dem Gigaliner ist natürlich ein bisschen. So, was haben wir jetzt noch ungefähr? Da packen wir jetzt noch 4 Tonnen, also einen großen Auftrag nochmal. Gucken, was wir die hier noch haben für Rostock. 2,8, das müsste eigentlich gerade noch so passen, ne? Werden wir gleich sehen. Bin natürlich auch selber gespannt mit dem Gigaliner. Der hat ja eine Deichsel und ja, Deichsel ist nicht kannig, ja, aber ich fahre lieber mit Starks. So. Jetzt haben wir, sag ich jetzt mal 18. Also wenn wir jetzt noch 2 Tonnen kriegen, dann bin ich zufrieden. Ist der LKW voll. Ich glaube 2,4 ist jetzt zu viel gewesen. Ja, 2,4 geht nicht mehr. Zack, 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 zack. 1,6 Tonnen. Das kriegen wir doch noch mit. So, haben wir das auch. Dann müssen wir jetzt die Reihenfolge festlegen. Also, wie wir beladen, ist ja klar. Der ist ja hier falsch. So, noch ein Stück hoch. Fährt aber komisch, warum sie noch nicht rechts hochfahren. So, Logistikhub. Logistikhub. Was ist da? Was ist da? Was ist auch da? So, jetzt müssen wir gucken. Rostock. Wo ist die Autobahn? Da kommt sie von der Autobahn.
Star Logistik Hub. Da oben ist der Pet Shop. Auf jeden Fall muss WW haben wir auch noch. Packen wir hier dann am besten hin. Ich würde sagen, den machen wir als erstes. Kommt nach unten. Nämlich von da, dann den Pet Shop. Wo haben wir denn? Wollen wir zum Schluss machen oder wollen wir zwischendurch machen? Nee, machen zum Schluss. Ja, kommt ganz zum Schluss. Traxos Berlin. So, jetzt brauchen wir aber den Pet Shop. Genau. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen mühsam. Das macht Spaß, wenn es dann rollt und funktioniert vor allem, dann ist das natürlich, macht das natürlich richtig Laune. So, jetzt haben wir, fangen da oben Norden an, dann zum Tiershop. Dann würde ich nämlich zu Brutto fahren. Muss der nämlich hier noch hoch. Der muss hoch. Brutto, Brutto, Brutto. So, und bei Logistik suchen wir jetzt noch was für Berlin raus. Sagen wir, okay, in Berlin weiter hier. Tankstelle Hallensleben ist bei Magdeburg. Also ich drücke jetzt noch eben. Nein. Nehmen wir den noch mit. Ne, der ist ja bei Bruttoladen. Bei Bruttoladen will ich gar nicht. Der soll ja schon. Da. So.
dann haben wir es ja, ne? Also entladen und dann beladen. So, und theoretisch kann sie jetzt fahren. Jetzt gucken wir noch mal schnell. Die Nathalie, die war ja fertig. So, auf der Karte gucken. Was hier in Leipzig? Schickt man sie doch mal nach Dortmund. 700 Kilo. Ah, einmal rüber da. So. Und was mache ich jetzt mit mir? Also ich stehe ja jetzt hier in Stuttgart und ich wollte ja als nächstes wollte ich rüber nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Dann würde ich mir in Frankfurt nämlich den Gigaliner holen. Oder ich hole mir den hier schon. Dann kann ich nämlich bei Brutto laden. Also ihr könnt ja jetzt schon hier was für Frankfurt laden. Und dann werde ich eine schöne Tour zusammenstellen und dann werden wir das fahren. Wird bestimmt auch zwei, drei Folgen werden. Weil ich würde ja gerne Frankfurt. Ja, gehen wir zurück hier. Also mein Plan ist ja dann Frankfurt, Köln, Duisburg, Dortmund, Kassel. Hannover, Bremen, Hamburg. Dann sind wir nämlich alle Städte durch. Genau. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Könnt ihr den Däumchen da lassen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach rein in die Kommentare und dann, ja, weg euch Rede und Antwort stehen. Denn das war ich weiß. Ja? Alles Klärchen. Dann bis denn. Tschüss.